Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir sind jetzt hier und müssen mit Alphinor sprechen für die nächste Hauptquest und ich sollte auch den richtigen anklicken. Alphinor, sehr gut. Der Bund findet keine Ruhe. Ja, wir hatten in der letzten Folge das Problem mit den Flüchtlingen, beziehungsweise dass jemand dahinter steckt, der die Flüchtlinge anheizt, damit es einen Aufstand gibt oder mehrere Aufstände. Und wir wissen auch, wer dahinter steckt und müssen jetzt schauen, wie wir ihn beziehungsweise wissen wir 100%, ob er dahinter steckt. Ich weiß gar nicht, ob das ganz geklärt wurde. Auf jeden Fall wissen wir es aufgrund einer Zwischensequenz. Da haben wir ihn auch gesehen. Es ist nur die Frage, wie können wir ihn überführen beziehungsweise irgendwie austricksen oder ihn weiß ich gar nicht. Irgendwie eine Falle laufen lassen oder sowas. Ihr habt bestimmt auch mitbekommen, dass ich jetzt mehrere Videos hochlade zu Final Fantasy 14. Also das Let's Play. Mehrere Videos am Tag. Hat der folgenden Grund, dass ich ja gerne das neueste Add-on erreichen will, wenn es rauskommt. Das Problem ist, dass selbst mit mehreren Videos am Tag ich wahrscheinlich nicht dazu kommen werde, pünktlich zu beginnen, was mich ein bisschen nervt. Tatsächlich, ich meine, es wäre machbar, nur müsste ich mich halt wirklich mal hinsetzen und einen kompletten Tag einfach nur Final Fantasy aufnehmen. Und das ist ein bisschen anstrengend. Tatsächlich. Müsste ich aber wahrscheinlich machen, nur wahrscheinlich werde ich, also ich, das, es wird trotzdem nicht funktionieren, dass ich da zeitlich hinkomme, einfach weil ich ja hier die Textboxen gerne so ein bisschen mitlese, beziehungsweise auch für euch, damit ihr das lesen könnt, ich nicht alles wegdrücke und so weiter, auch die Zwischensequenz nicht wegdrücke. Ja, also ich brauche mir da nichts einreden, also es wird definitiv nicht klappen, allein, hier ist das Addon, Stormblood, das Addon, was ja im Moment noch das aktuellste ist, allein das ist ja unfassbar lang, also es gibt keine Möglichkeit, dass ich pünktlich zum Release anfangen werde. Klar, ich könnte für mich selbst pünktlich zum Release zwar anfangen mit einem Let's Play, allerdings würde es dann komplett rausfallen. Ich muss mir echt was überlegen, ob ich bin etwas müde, ob ich pünktlich zum Release dann auch mit einem Let's Play loslege. Ich weiß noch nicht, ich bin da echt unentschlossen. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. So, wir haben jetzt nochmal von der Prima-Ehe gehört im Finsterwald. Aber wir haben, glaube ich, auch mitbekommen gerade, dass wir zum Sonnstein zurück sollen, zum Infilia. Wohl erstmal. Jetzt haben wir erstmal eine Ladesequenz. Mich ein bisschen irritiert hat. Ja, Sonnstein. Und dann ist die Quest sogar zu Ende, das ist auch sehr gut. Also ihr merkt so, ich hader so ein bisschen mit mir selbst, wie ich das Ganze anstellen werde. Mit dem neuen Addon. Ich habe einfach viel zu sehr gepennt, so eigentlich bin ich da auch selbst schuld, dass es jetzt zu dieser Problematik kommt. Also klar bin ich schuld, ich meine, es gibt keinen anderen Grund dafür, warum so lange keine Final Fantasy 14 Videos gekommen sind. Und ich jetzt hier halt hinterherhinge, dann muss ich mir schon an meine eigene Nase fassen. Aber darunter jetzt das Spiel leiden zu lassen, indem ich dann Textboxen zu schnell wegdrücke oder Zwischensequenzen skippe oder was auch immer, wäre auch nicht fair für das Spiel. Naja, wie gesagt, ich werd mir irgendwas einfallen lassen, wie ich es angehe. Und ja, ansonsten kommt halt nicht pünktlich zum Release zum neuesten Addon ein Let's Play. Das ist dann halt leider so. Muss ich mich ein bisschen ranhalten. Okay, wir sind im Sonnenstein. Gehen jetzt zum Infilia.
sprechen mit ihr, geben dadurch dann noch die Quest ab, die wir gerade haben. Und werden dann wohl etwas über die Prima-E eventuell erfahren im Finsterwald. Das wäre ziemlich gut. Oh, die Prima-E wurde sogar schon beschworen anscheinend im Finsterwald. Sehr, sehr gut. Bedeutet Action für uns. Herr der Blitze. Ach, nice. Sehr geil. Ja, und zwar geht es um die Prima-E Ramu. Ramu ist ein Donner. Donner-Prima-E. Das wird ein cooler Fight auf jeden Fall. Ich denke mal, wir dürfen jetzt wahrscheinlich einmal in den Finsterwald. Na gut, wir sollen wohl nach Credania. Ja, ist sehr geil. Machen wir das mal. Ja, Ramu ist auch eine coole Prima-E. Mit auch ein ganz lustiger Fight, sofern man das drauf hat, wobei das ja auch die einfachste Form von Ramu ist. Aber trotzdem hat der ein paar Kniffe. Ähnlich wie bei Leviathan. Leviathan hatte ja auch einen. Wobei mehrere mechanische Sachen, auf die man hat achten müssen.
Ah, lange Ladezeit. So, laufen wir mal. Sprint aktivieren. Okay, kann die Senna Michelle nochmal mit uns sprechen, bevor wir uns um die Angelegenheit mit Ramu kümmern? Dafür gehen wir jetzt einmal hier durch. Okay, einmal mit der stillen Druidin sprechen, die lässt uns ja dann zum Wasserrosentisch. Hier finden wir auch keine Senna. Oh, sind sogar alle da. Nice. Streiter im Licht der Morgenröte. Im Namen aller Bürger Gridanias heiße ich euch willkommen. Es ist tröstend, euch in diesen unsicheren Zeiten bei uns zu wissen. Ich habe euch in einer sehr dringenden Sache herbeigerufen. Vor nicht allzu langer Zeit vernahm ich die Stimmen der Gebieter und ihre Botschaft war klar und deutlich. Ramu ist in den Wald der Einkehr zurückgekehrt. Ihre Worte waren gerade erst in meinem Herzen verklungen, als uns eine Botin der Sylphen erreichte. Unsere Besucherin hat uns berichtet, dass auch die Sylphen die Gegenwart ihres Gottes spüren. Sein genauer Aufenthaltsort ist uns nicht bekannt. Doch mit großer Gewissheit wurde der Herr der Blitze irgendwo im Herzen des Sylphenlandes beschworen. Im Gegensatz zu den anderen Primae sind Ramu nicht blind nach Zerstörung. Er ist ebenso weise wie stark und seinen Kindern sowohl Richter als auch Beschützer. Dank unserer Übereinkunft mit den Sylphen besteht also Hoffnung, dass er mit sich reden lässt und ein Konflikt vermieden werden kann. Du bist mit der Kraft des Transzendierens gesegnet. Sie erlaubt es dir, mit einem Primae wie ihm in Verbindung zu treten, ohne Gefahr zu laufen, von ihm beeinflusst zu werden. Weder uns noch den Sylphen oder Ramu kann daran gelegen sein, diesen Wald weiter zu zerstören. Daher bitte ich dich, unterbreite Ramu unser Anliegen und bewahre den Frieden, den wir so mühevoll aufgebaut haben. Er ist ein zu kostbares Gut. Ich danke dir. Ein Bote der Bruderschaft ist bereits in die Sylphenzuflucht entsandt worden. Er wird dir alles erklären, was du wissen musst. Ein unheilvoller Wind lässt die Wipfel der Bäume erzittern. Es ist nicht nur der Wald der Einkehr, der das Unheil spürt. Ganz Eorzea harrt in schauriger Erwartung. Möge Novika dich schützen. Alles klar. Dann dürfen wir jetzt wahrscheinlich teleportieren.
Weil sie hat ja noch von einer anderen Person gesprochen. Ja. Ach Mann. So, da mit ihm sprechen. Dann ist auch die Quest wieder zu Ende. Sehr schön. Okay, der ist da hinten irgendwo. Wir quatschen mit ihm, können die Quest abgeben. Auch sehr, sehr gut. Und dann gibt uns die nächste Quest und dafür müssen wir wahrscheinlich dann weiter ins Innere laufen und wohl den Ort der Beschwörung suchen. Ja gut, diplomatischer Kontakt, glaube ich, wird ein bisschen schwierig, ne? Mit einer prima Ehe. Okay, Tatsache, wir müssen wirklich da uns dahin bewegen, wo er beschworen wurde. Okay, wir wurden angegriffen. Beziehungsweise die vorgelaufen sind. Verletzte Soldaten mit klarem Wasser versorgen. Okay, klares Wasser haben wir. Erstmal wieder die Map öffnen. Ei, okay, die sind ja weit im Inneren auf jeden Fall. Wir müssen jetzt ein bisschen laufen. Ich könnte überlegen, wie wir am geschicktesten laufen. Das kann sein, dass ich... Ne, okay, es muss so funktionieren. Das ist auch ein Zwischenweg, sehr gut. Ja, gehen wir mal hier lang. Hier müssten sie irgendwo sein. Da sind sie schon.
Ja, verschwinde du mal. So, wir quatschen mit Moxio. Aber die reden so komisch, ne? Transparenz. Ah, okay. Dass wir nicht angegriffen werden bzw. Akku ziehen können. Du bist nun transparent, etc. Okay. Wir haben 35 Sekunden Zeit. Beeilen wir uns mal. Jawohl, wurde verlängert, sehr gut. Wo? Da. Ah, es reicht, es sollte von der Zeit reichen. Zack. Ja, sehr schön. Ah, schade. Dann laufen wir so wieder zurück. Das war mal so eine coole Art von Quest auf jeden Fall. So, wieder eine Quest beendet. Nächste Quest. Die Verwandlungskünstlerin. Was ein Name. Wow, soweit, okay. Papa Limo, okay, den suchen wir jetzt. Goldblatt-Estrade. Das könnte eigentlich schon der Ort sein, an dem Ramo beschworen wurde, oder? Na gut, in dieser Folge werden wir ihn eh nicht mehr sehen. Was wäre cool, wenn wir wenigstens so weit kommen würden, dass wir in der nächsten Folge direkt mit Ramo starten könnten. Das wäre ziemlich geil. So, Maxius ist schon mal hier, da ist Papa Limo. Okay, warum ist er so pissig? Oh, hallo. Da ist er einfach gespawnt. Warum ist der so angepisst? Der Papa Limo, das gefällt mir nicht so. Aha. Das sind nicht die echten. Ich verstehe. Ja, sieh mal an. Da wurden wir reingelegt. Bin ich auf jeden Fall drauf reingefallen. Das gleich machen wir mit Ida auch noch. Na, noch ein Angriff. Okay, jetzt natürlich die Frage, wo stecken denn die Echten dann? Wenn das nicht die echten waren.
Sie müssen irgendwo anders sein, ja, das, ja. Dachte ich mir auch, weil hier sehe ich sie nicht. Alter, wir müssen noch weiter. Ei, okay. Wow, das ist aber auch ein Weg jetzt. Kein Problem, laufen wir easy hier durch. Okay, einmal dadurch noch. Also ich laufe gerade mehr durch die Map, weil ich mag den Ort hier nicht so. Der ist ein bisschen... Es sieht zwar alles nice aus hier, aber recht, für mich zumindest, unübersichtlich, was Laufwege angeht. Deswegen orientiere ich mich so ein bisschen über die Map oben links. Um hier etwas besser durchzulaufen für mich. Okay, sehr nice. Okay, Ida ist die echte. Das ist schon mal sehr gut. Dann mal gucken, ob Tankred der echte ist. Ich vermute auch. Oh, oh wow, okay. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er der echte ist. Das ist eine gute Frage, wo der echte steckt, aber gut, dass wir Ida schon mal getroffen haben. Okay, dann würde ich hier die Folge beenden, weil es zeitlich gerade ganz gut passt. Und beim nächsten Mal werden wir mit Ida sprechen und die nächste Quest annehmen und schauen, wo und ob wir die anderen finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne einen Kommentar, da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten war es soweit von mir, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!